Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr nach allen Updates wieder unsichtbar werden könnt. Und zwar müsst ihr hierfür wieder Strom und Packerpunch aktivieren. Danach schießt ihr 4 von 5 blauen Kugeln für das Kaffee Easter Egg ab. Nachdem ihr das gemacht habt, baut ihr das Ethoskop, hebt es auf und ihr braucht einen Molotow, Leute. Ganz wichtig. So, ihr begebt euch jetzt in die Krankenstation, weil dort wird ja jetzt die Anomalie spawnen für den Tagebuchstab. Dort geht ihr einmal in die Anomalie rein. Sobald ihr das gemacht habt, geht ihr zur letzten Kugel, die ihr übergelassen habt. Also ich mache das immer hier unten an der Treppe, das könnt ihr auch machen. So, dann geht ihr hin, wirft eure Molotow dahin. Ihr seht die Kugel zwar nicht, aber die ist da, halt nur unsichtbar. Und jetzt wartet ihr, bis das Kaffee-Easter-Egg startet. So, ich aktiviere zwar den Geist, aber das mache ich nur, damit der Zombie mich nicht angreift. Also das ist nicht wichtig. So, wie ihr seht, sind wir jetzt im Kaffee-Easter-Egg. Was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr geht zum Tagebuch. Dann hebt ihr es auf und gibt es wie gewohnt allen drei Geistern. Und wenn ihr dann beim letzten Geist seid, Leute, gebt ihm das Buch und stellt euch neben ihn hin und wartet, bis ihr wieder zurückteleportiert werdet. Ganz wichtig, falls ihr im Squad oder Duo oder sonst was spielt, jeder, der unsichtbar sein will, muss sich hier zum Geist stellen. Am besten gebt ihm das Tagebuch zusammen und stellt euch zusammen zum Geist, damit ihr alle unsichtbar werdet. Wenn ihr dann nun zurückteleportiert werdet, begebt euch raus aus dem Packer-Punch-Raum und ihr seid nun unsichtbar, Leute. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Nur noch eine kurze Info. Wenn ihr jetzt zurück zum Packer-Punch geht und die Kiste aufmacht, dann seid ihr wieder sichtbar. Dann sehen euch die Zombies wieder. Also bei mir war es so, ich werde euch das jetzt noch einmal zeigen. Ich weiß nicht, wie das bei euch klappen wird, ob das bei euch geht, aber bei mir hat es definitiv nicht geklappt. Und ja, das war's mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.